Hallo zusammen, ihr Lieben. Willkommen zum Wochenorakel für die kommende Woche. Ich habe mit an Bord das wunderschöne Golden Magic Lenormand von der Gabi Mokros. Und wir gucken fürs Kollektiv, was die Woche so bringt. Am Anschluss kannst du dir noch eine kleine Botschaft abholen, was dein Wochenthema so ein bisschen beeinflusst. Oder über was du nachdenken kannst, soll ein Impuls sein. Alles, was du über mich wissen musst, findest du unten in der Videobeschreibung des Videos. Da sind auch sämtliche Links drin zu meiner Homepage, zum Kartenlegekurs. Was gibt es denn da noch? Den Tageskanal, den Memberbereich. Da sind die Leute drin, die mich monatlich ein bisschen unterstützen, die ab und zu mal ein Zusatzorakel kriegen oder was Tiefgründigeres. Und jetzt gucken wir mal, was die Woche so bringt. Okay, das war klar, ich kann aufhören. Es geht hier darum, dass etwas in Fahrt kommt, ein neues Wissen, eine Situation, etwas, was schnell, plötzlich als Info verfügbar ist für uns. Das hat hier was mit dem näheren Umfeld zu tun, mit der Umgebung, mit der Häuslichkeit im häuslichen Bereich. Es kann auch sein, dass ihr hier schnell mal Papiere hin und her schieben müsst oder sowas, ne? Oder dass sich ein Geheimnis lüftet, dass ihr etwas zu Ohren kriegt, mit dem ihr nicht gerechnet habt. Das kann hier drum gehen, dass euer Vertrauen, eure eigene Größe ein bisschen gefragt ist. Möglicherweise, wenn man jetzt weit ausholen wollte, könnte man hier auch auf eine Person treffen. Sowas wie Vermieter oder jemand, der dir ein neues Angebot macht im häuslichen Bereich oder der was damit zu tun hat. An sich liegt im Haus des Hauses der Bär drin. Das heißt, es geht um unsere Größe, unsere Stärke, unser eigenes Vertrauen in die Dinge. Und es geht auch darum, dass man vielleicht wieder ins Vertrauen kommt in irgendeinem Thema, das im Umfeld ja, und so ein bisschen im Nebel hat stehen lassen. Irgendetwas, was lange genagt hat, was lange nicht vorwärts gegangen ist, was das Thema Vertrauen auch beinhaltet hat, ne? Wo man dann schon sagt, okay, so langsam falle ich vom Glauben ab, hier tut sich nichts, hier habe ich vielleicht Spiegelungen von Personen um mich rum, die zeigen mir immer wieder was auf und ich werde mir der Hindernisse in meinem Leben so bewusst, aber irgendwie kommt nichts Richtiges in Fahrt und das, was in Fahrt kommt, zeigt sich undurchsichtig. Aber hier scheint es so, als kriegt man diesen einen Punkt, der dann so noch fehlt, um dass da eben wieder aus der Stagnation in Fahrt gegangen wird oder dass etwas Fahrt aufnehmen kann. Was ich hier auch sehe, ihr dürft mit Plötzlichkeiten rechnen, ne? Es gibt schnelle Dinge, schnelle Kommunikation, schnelle Wenden, allerdings aufklärende Dinge, ne? Hier geht es darum, dass man etwas, was sich auch verstrickt oder stagniert angefühlt hat, in Kürze auflösen kann. Tatsächlicherweise habe ich für einige von uns die Themen Häuslichkeit, Verträge im häuslichen Bereich, plötzliche Wenden, ne, Möglichkeiten umzuziehen, das Wohnfeld zu ändern, Vertragsveränderungen vorzunehmen, irgendetwas, was dir schnell ans Ohr kommt, eine günstige Gelegenheit. Andererseits haben wir ja auch Zuwachs bei allem Verbindlichen, bei allen Verträgen, bei allem, wo man in Beziehung geht, wo lange nichts aufgegangen ist oder wo man echt im Nebel stand. Wir haben im Hause des Kindes das Schiff drin, das Kind liegt nebendran. Hier geht es wirklich darum, dass etwas wieder Fahrt aufnimmt, dass man nicht gehindert durch die Zeit läuft, dass man Träume visualisiert, Träume lebt, dass man... Hier kann man eventuell auch mit einem Menschen rechnen, der etwas weiter von einem weglebt, der irgendwelche Einflüsse auf uns hat, der uns Impulse oder Ideen bringt.
Und es geht hier drum, ja, wie soll ich das ausdrücken? Es geht um ein Hindernis, das man lange hatte, das schon Vertrauen gekostet hat, wo man sich auch schon echt gefragt hat, wann hört denn das endlich auf? Wann geht es denn weiter? Soll ich noch vertrauen oder soll ich nicht vertrauen? Und hier kommt jetzt die Klarheit und das Vertrauen auch zurück. Wir gucken direkt drauf. Der Baum liegt im Hause des Bären. Es kann auch sein, dass der ein oder andere hier mit Themen der Eltern oder Vergangenheit konfrontiert wird, dass ihr vielleicht aushelfen müsst, wenn jemand auf der Vitalitätsebene gerade eure Unterstützung braucht. Aber es geht hier auch schon wieder eine schöne aussagekräftige Legung tatsächlich um alles, wo ihr Verbindung lebt, um Partnerschaften. Hier habe ich die Paare oder die Situation, wo man Partnerschaft lebt, in der Korrespondenz der Ring liegt dazwischen. Also alles, was mit Beziehung zu tun hat, hat hier eine positive Möglichkeit zum Wachsen. Hier sind echt Überraschungsmomente auch dabei. Etwas, was plötzlich kommt, was euch überrascht, wo ihr denkt, wow, endlich nimmt irgendwas Fahrt auf und kriegt auch eine Richtung. Hier liegt die Berufskarte im Haus des Turmes drin, ne? Ich habe auch hier irgendwie Zuwachs auf der beruflichen Ebene, vor allem für die Selbstständigen können hier positive Aufträge kommen oder eben Dinge, die verbindlich was bringen. Und auch vor allem für die, die lange nicht gewusst haben, wie es weitergeht. Also da sieht man, was in Bewegung kommen. Da geht es aus der Stagnation in Richtung Fahrt. Es sind an sich Veränderungen im Beruf für einige zu sehen und auch berufliche Wege, die neu gegangen werden müssen. Entscheidungen, die man trifft. Hier liegen die Veränderungen im Außen. Ne? Das sind wir jetzt nicht nur selber, die was entscheiden oder auf den Weg bringen, sondern wir kriegen auch die Möglichkeit, die Option von außen mitgeliefert. Hier, wie gesagt, habe ich eine spezielle Person, die kann hier ganz schnell mit irgendwas kommen, was dir eine neue Idee bietet, eine Möglichkeit im häuslichen und im beruflichen Feld. Und natürlich auch alle, die am Thema Beziehung, Stabilität, Verankerung arbeiten. Arbeit an sich meine ich damit. Es kann hier speziell darum gehen, dass man ein Fundament, das man hat, das sich hier mit dem Haus ja in Bewegung zeigt. Also das sind die Dinge, die sind um dich rum, das ist dein Umfeld. Da hat man vielleicht so ein bisschen Mangel gehabt oder die Sorgen der anderen mitgetragen. Vielleicht auch die Sorgen der anderen so weit mitgetragen, dass man sich selber nicht gut damit gefühlt hat oder selber einen Mangel hatte, wo so ein bisschen Unwohlsein damit schwebt. Und hier gibt es jetzt den Ausweg oder die Möglichkeit durch einen kleinen Umbruch, durch gewisse Sachen, die einem als Option zur Verfügung gestellt werden, ein anderes Fundament zu haben. Wir haben hier für viele von uns auch tatsächlich die kompletten beruflichen Umbrüche drin. Hier scheint es gute Möglichkeiten zu geben, die man noch nicht auf dem Schirm hatte. Die kommen überraschend und die bringen dir hier ein Gleichgewicht rein. Auch so Neubeginne, die man schon im Kopf hatte, aber die man nicht umsetzen konnte, die gehen jetzt los. Es gibt hier so bestimmte Blockaden, die können mit Vorgesetzten zu tun haben oder vielleicht hattest du irgendeine Cheffigur, die dir nicht gefallen hat. Oder es gibt Konflikte mit einem Vorgesetzten. Dann hast du hier die Möglichkeit, für dich eine andere Wahl zu treffen. Ist allerdings ja in diesem kollektiven Blatt verbunden mit einem kompletten Umbruch in eine andere Richtung. Ich habe im Haus des Herzens den Klee drin. Hier geht es tatsächlich um Glück im verbindlichen Bereich. Der Ring liegt ja auch im Hause der Blumen drin. Und ich habe das so, dass es mehrere Möglichkeiten gibt,
von einem Glück, das dich nur, wie kann ich das nennen, oberflächlich befriedigt irgendwie, eine neue Wurzel zu ziehen, das dir dann einen größeren Samen irgendwo herbringt. Das kann auch in Beziehungen sein, ne? Oder auch wenn ihr jemand noch nicht im Leben habt, hier liegt echt eine gute Möglichkeit. Das liegt jetzt schon eine Weile. Anscheinend ist es gerade eine gute Zeit für neue Partnerschaften oder auch Menschen kennenzulernen, die einen wieder in diesem Bereich überhaupt attraktiv sein könnten. Ja, jetzt guckt euch das noch an. Wir haben im Haus der Ringe die Sonne drin. Also es ist echt die Woche der Verträge, Verbindlichkeiten, gute Möglichkeiten. Die Sonne liegt im Haus der Ringe. Sie korrespondiert und spiegelt mit dem Mann oder mit dem Gegenüber, mit den Verträgen, mit der Verbindung, mit der Häuslichkeit. Also das ganze Umfeld scheint hier gut gestellt zu sein. Etwas tut sich, was alle irgendwie schön in Gleichklang bringt. Eine Woche auch, in der enorme spirituelle Erkenntnisse wichtig sind. Wenn ich jetzt gucke, dann habe ich hier auch dieses Wissen, das dir dazu fehlt. Oder da kommt schnell eine Info, die dann hier aufzeigt, die dir was aufzeigt, die Klarheit bringt. Vielleicht vermutest du auch schon ein bisschen, aber du bist vom Glauben runter, weil es zu lang gedauert hat. Und hier zahlt sich jetzt sozusagen dein Glauben an die Dinge oder auch der Wartezeitraum aus. Das Blatt hier geht an alle, die vielleicht sich auch in einer Beziehung allein zu zweit fühlen oder die in zwei Wohnungen leben oder wo der Partner nicht greifbar ist, wo es immer wieder Trennungen gibt, weil vielleicht auch ein Partner viel unterwegs ist. Da kommt irgendwie was, wo du spürst, dass es mehr zusammengehen kann. Also, dass diese Distanz, die da irgendwie ist, sich klärt. In unserem Haus liegt noch das Schicksal drin. Ich vermute mal, dass einige von uns tatsächlich mit ihren eigenen Eltern hier ein Thema kriegen, mit dem sie sich beschäftigen dürfen. Das Kreuz korrespondiert hier mit der Vaterkarte, ne? Die liegt auch noch im Haus des Hauses drin. Also es kann vielleicht auch um Wohnverhältnisse eurer Eltern gehen oder so, ne? Oder einfach, dass jemand eure Unterstützung braucht. Ja, das ist echt die Woche der großen Erkenntnisse. Guck mal, wir haben hier den Mond. Der legt sich hier ins Haus der Sonne rein. Ja, das sind schon die hellsichtigen Momente. Der Mond korrespondiert dann noch mit dem Stern, der neues Wissen bringt. Also guckt ganz genau hin, welche Erfahrungen ihr in dieser Woche macht. Vielleicht auch so außer diesem Aha-Moment, dass ihr mal auch die Nähe von irgendjemand, ich habe hier so Vaterfigur im Auge. Wenn es die Person nicht mehr gibt, hättest du vielleicht hier die Möglichkeit, sie trotzdem extrem zu spüren, zu riechen, sie in den Träumen zu haben, sowas. Hier geht es auch speziell darum, das sehe ich jetzt gerade in dieser Linie und in den Korrespondenzen. Wie sage ich es euch? Hier geht es um eine Hinterlassenschaft, ein Familiengerüst, haben wir ja hier auch mit der Umgebung, vielleicht auch ein Stückchen weit eure Familiengeschichte, die mit dem Thema: Wie verbindlich kann ich sein? Wie beziehungsfähig bin ich? Was wurde mir an Vertrauensthemen mitgegeben?
Wo falle ich heute noch zurück in Kindertage? Oder was hemmt mich noch, vorwärts zu kommen? Und das zeigt sich hier sehr deutlich. Also es wird auf jeden Fall definitiv ein Elternthema geben. Das habe ich hier in der Korrespondenz. Und es geht um Hindernisse, die man schon lange hat, die mit einem Leben, die ausbremsen. Der ein oder andere mag jetzt sagen, ich habe keine Eltern mehr. Die meisten von uns sind Eltern. Wenn die Energie der Eltern hier nicht mehr greifbar ist, so ist sie aber doch noch irgendwo. Und das heißt nicht, wenn es die nicht mehr gibt hier, dass das dann kein Thema mehr ist. Also man sieht es hier einfach. Es sind Themen, wo er schon lang dran arbeitet. Im beruflichen Bereich, das hatte ich hier schon angekündigt, kann es wirklich darum gehen, dass ihr hier merkt, ihr habt irgendeine Konkurrenzsituation, die Berufung spricht mit euch. Ihr kriegt Personen, die im Beruf eure Eltern spiegeln und es wiederum zum Hindernis wird. Und ihr macht euch auf, so, ne? Ihr löst verstrickte Wege. Auch da wieder die, wo sind hier in der Legung, eben in dieser kollektiven Legung gemeint, die jetzt zum Beispiel im Beruflichen schon vom Vertrauen abgekommen sind, dass da noch ein anderer Weg entsteht. Ich habe hier schicksalshafte Wege aus einer Stagnation raus, die auch mit dem Thema Wert, Selbstwert zu tun haben, ne? Was man auch sehen kann, ist hier eine schöne Umgebung für Seelengefährten. Die Geldkarte liegt ja im Haus des Geldes selber drin. Einerseits mit der Stabilität, andererseits haben wir hier ein bisschen Aufregung und Hindernisse von außen. Aber das Fundament steht. Es gibt vielleicht nur so Dinge, wo man denkt, es könnte ein bisschen gerader laufen. Was jetzt hier noch speziell ist, wir haben ja hier in unserem Haus das Schicksal drin, das Kreuz, verbunden mit anderen Personen aus der Vergangenheit oder Elternthemen. Vielleicht auch mit schicksalshaften Verstrickungen. Und ich habe hier im Haus des Schicksals das Außen drin. Also das, was hier liegt, ist zwar vorhanden, wird hier aber vom Außen in ein neues Kapitel geschubst, wo du dich sicherer fühlst bei den Herzensangelegenheiten oder den Dingen, wo du dir Klarheit im Beziehungsleben verschaffst, wo du ja auch wirklich gute Ergebnisse hast, in Beziehung zu treten, Beziehung zu dir selber aufzunehmen. Also wirklich eine spektakuläre Legung für nächste Woche. Das, was hier liegt, mag vielleicht zunächst mal unangenehm sein oder ja, es hört sich unangenehm an, aber hier ist eine ganz große Chance dahinter. Ein überraschender Moment, an den man so nicht geglaubt hätte, wo man sagt, okay, das Leben belohnt mich für meine Ausdauer oder für meinen Glauben. Hier kommt noch aus dem Gesang der Vögel die Blaumeise. Die sagt dir, ich fliege in dein Leben und bringe dir Verspieltheit, Ideenreichtum und Hingabe. Nimm eine neue Perspektive der Herausforderung deines Lebens ein. Gib deinen Ideen und Gaben einen Ausdruck und verwirkliche sie. Also an all die, die eben gedacht haben, ich kann den Weg nicht gehen, da macht sich nichts auf, kommt jetzt die Möglichkeit zur Verwirklichung. Okay, ihr Lieben, wir lassen das mal so stehen. Ich mache euch hier im Anschluss noch eine kleine Auswahlmöglichkeit rein. Ich drücke euch und bis bald. So, da bin ich wieder. Kleiner Wochenimpuls. Rot-goldener Buddha, silberner Buddha. Gucken wir, was kommt.
Okay, ihr Lieben, trefft eine Wahl. Unterm Deck kann man auch nicht zu viel nachdenken. Ich tue mir heute ein bisschen schwer. Ich nehme den rot-goldenen und wir gucken, was der sagt. Ja, das ist ja sehr passend. Wir haben die 8 des Wassers. Es geht darum, etwas Sinnvolleres zu suchen. Es geht um ein großes spirituelles und emotionales Wachstum. Und man hat irgendwie das Bedürfnis, weiterzuziehen. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Und es geht hier darum, dass wir vielleicht professionell handeln müssen, dass wir unparteiisch oder diplomatisch auftreten sollen. Und dass wir Ratio und Emotionalität in Balance bringen dürfen. Vielleicht auch mal einen Rat annehmen, aber auf jeden Fall kann man hier sehr selbstbewusst sein durch die Anforderungen der Woche gehen. Ja, jetzt haben wir hier auch noch das Wasser, ne? Es geht echt um viele Emotionen, deshalb denke vielleicht auch nicht zu viel drüber nach. An sich ist hier natürlich die Aufforderung auch drauf, sich mit dem Element Wasser oder mit dem Wasser zu beschäftigen. Nimm ein Bad, bring die Emotionen in den Fluss. Und hab glückliche Gedanken. Ne? Es geht darum, dass du dich besser fühlst. Also denke auch an gute Dinge und nähre nicht diese Spirale von Ungutem. Am Ende geht es für uns darum, in der Woche alte Muster zu verlassen. Und das ist absolut wichtig. Das hatten wir ja im Familiensystem und im Beziehungssystem. Es kann ein bisschen emotional werden die nächste Woche für diese Seite. Ich bin ja auch ein Wassersternzeichen. Ja, wieder Wasser. Ja, eine Beziehung wird sich verfestigen, stabilisieren. Es geht um Lösung von Konflikten, um Innigkeit. Ja, etwas, auch wieder großes Blatt pur, ne? Etwas wird enger, etwas wird schöner, etwas kriegt eine bessere Qualität. Und auch hier, großes Blatt, ein plötzliches Ereignis erfordert deine Aufmerksamkeit. Schnelles Handeln ist gefragt, aber denke trotzdem drüber nach. Hier kannst du dich vielleicht ein bisschen ruhelos fühlen, viel Leidenschaft erleben. So kann sich auch nach Abenteuerlust anfühlen. Aber sei auch selbstsicher, ne, bei den Dingen. Da sind jetzt tatsächlich zwei Einhörner rausgefallen. Ja, es geht darum, etwas, was einen beunruhigt hat, loszulassen. Speziell ja auch den anderen den Stress nicht abzunehmen, und dass die ihn nicht haben, aber wir. Und es fühlt sich vielleicht die nächste Woche für euch auch so ein bisschen als, kennt ihr die Situation schon und ihr werdet vor ähnliche Situationen gebracht, und dass ihr merkt, Übung macht den Meister. Alles kommt zur richtigen Zeit zu euch. Also eine schöne Energie die nächste Woche. Ich drücke euch, ihr Lieben, bis bald.